Dankeschön. Ja, ich freue mich auch sehr, heute hier zu sein und meinen Vortrag halten zu dürfen. Sie sind vielleicht ein bisschen verwirrt, weil wir zu zweit angekündigt waren. Also meine Kollegin Katinka Netzer stand noch mit im Programm drauf. Das war, weil sie mich unterstützen wollte. Wenn wir online den Vortrag gehalten hätten, hätte sie die Moderation gemacht. Die haben wir jetzt heute so. Deswegen freue ich mich aber, dass sie heute mit dabei ist und im Publikum sitzt. Mein Vortrag heißt, ist das KI oder kann das weg? Ein provokanter Titel, wie gerade schon angemerkt wurde. Und es ist eigentlich total schön, dass ich jetzt nach dir dran bin, weil ich glaube, ich erzähle die Geschichte jetzt einfach weiter. Nach dem E-Learning, denn auch in meinem Vortrag wird es um das, was du gerade als Imaginaries vorgestellt hast, gehen. Also Zukunftsnarrative, die an diesem Begriff KI dranhängen. Und das will ich jetzt am Anfang auch nochmal sehr explizit betonen. In meinem Vortrag wird es um den Begriff künstliche Intelligenz gehen. Nicht um all das, was da an Technologien drunter fällt, seien es jetzt Verfahren des maschinellen Lernens oder Verfahren, auch regelbasierte Verfahren und so weiter. Mir geht es wirklich dezidiert um diesen Begriff und um Visionen, Imaginaries, die mit diesem Begriff zusammenhängen. Bei dieser Problematisierung des Begriffs möchte ich drei Aspekte heute beleuchten, die mir im letzten Jahr sehr doll aufgefallen sind. Also ich arbeite im Projekt KI Edu NRW zum Thema textgenerierende Technologien. Das heißt, ich war in vielen Diskussionsrunden und Vorträgen und so weiter beteiligt. Und bei diesem Begriff künstliche Intelligenz sind mir im letzten Jahr so ein paar Sachen aufgefallen, die es wirklich schwierig machen, manchmal eigentlich ja, sich über diese Technologien zu unterhalten. Drei dieser Aspekte, die da reinspielen, das sind dieser Begriff künstliche Intelligenz befördert Missverständnisse. Er macht bestimmte Versprechen, das geht dann auch in die Richtung von dem, was du gerade vorgestellt hast. Und er transportiert gewisse Vorstellungen und Zukunftsnarrative, von denen wir vielleicht einmal kritisch hinschauen können, sollten, ob wir die auch so teilen. Ich beginne mit dem ersten Punkt, nämlich mit Missverständnissen. Und dafür habe ich ein Beispiel mitgebracht. Ich nehme das mal hier in die Hand. Und ich habe eine Aussage hier mal auf die Folie gebracht. Transportmittel sind echt schlecht fürs Klima. Aber Transportmittel sind auch echt gut fürs Klima. Und Ihre berechtigte Frage wäre jetzt wahrscheinlich, was meine ich denn mit Transportmitteln? Also ist das sowas wie Flugzeuge, die vielleicht eher, ja, was das Klima angeht, nicht so positiv zu bewerten sind? Oder sowas wie Fahrräder, die ja gemeinhin eher als klimafreundlich gelten? Und jetzt habe ich eine andere Aussage. KI ist echt schlecht fürs Klima, aber KI ist die einzige Chance gegen den Klimawandel. Und Sie können sich jetzt durch die Folie, die ich davor hatte, schon vorstellen, worauf ich hinaus will, nämlich was ist denn hier mit KI eigentlich gemeint? Sowas wie ChatGPT, also ein sehr großes Sprachmodell, das sehr ressourcenintensiv ist und nicht unbedingt klimafreundlich. Oder sowas wie Systeme zur Verbesserung von Plastikrecycling, wie hier bei dem BMBF geförderten Projekt KI-Hub Kunststoffverpackungen, das auf das ich tatsächlich deshalb gestoßen bin, weil ich den Titel meines Vortrags gegoogelt habe, ist das KI oder kann das weg? Und die haben eine sehr schöne Postkarte, wo das draufsteht. Genau, also der Begriff künstliche Intelligenz ist an dieser Stelle viel zu undifferenziert, um so eine Aussage zu treffen. Ist die jetzt, also ist KI klimafreundlich oder nicht? Wir müssten eigentlich viel genauer darüber sprechen, was wir meinen. Bei dem Begriff KI passiert das aber oft gar nicht. Und ich habe einfach mal Beispiele mitgebracht, also hier von der Tagesschau. Da können Sie das, also ich kann das Zitat gerade nicht lesen, aber da steht sowas wie halt, künstliche Intelligenz ist sehr energie-, ressourcenintensiv und deswegen eigentlich nicht gut fürs Klima, aber es ist irgendwie auch die Möglichkeit, wie wir Energie effizienter nutzen können und deshalb gut fürs Klima. Und die Tagesschau ist jetzt auch nicht das einzige Medium und es war auch nicht nur in den Medien so, wo solche Aussagen getätigt werden. Das hängt so ein bisschen mit den anderen Punkten zusammen, dass dieser KI-Begriff so funktioniert, dass der so ambig ist und so mehrdeutig, dass wir solche Aussagen wie KI hat ganz tolle Chancen und Potenziale, aber KI ist auch, hat auch Risiken und Gefahren, dass wir das so pauschal sagen können. Das hängt auch mit, damit zusammen, dass wir bestimmte Vorstellungen mit diesem Begriff verbinden. Und ein wichtiger Punkt ist, dass der Begriff künstliche Intelligenz, und das reiht sich dann ein, das, was du gerade gesagt hast, Versprechungen macht. Der Soziologe Hartmut Hirsch-Kreinsen hat es als Promising Technology bezeichnet. Also KI verspricht immer schon das, was sie noch gar nicht kann.
Wir nehmen dieses Versprechen dann relativ unreflektiert und unhinterfragt auf und sind dann vielleicht auch enttäuscht. Also ich weiß nicht, wie das bei Ihnen war, als ChatGPT eingeführt wurde und ja sehr gehypt wurde und dann doch auch ein bisschen eine Ernüchterung eintrat, was es doch alles noch nicht leisten kann. Das hält aber die CEOs von den Firmen, die an sowas wie ChatGPT oder Gemini oder anderen arbeiten, nicht davon ab, trotzdem weiterhin diese Versprechen zu machen. Das hier ist ein Zitat von Sundar Pichai, dem CEO von Google, der sagt, "You know, I've always thought of AI as the most profound technology humanity is working on. More profound than fire or electricity or anything that we have done in the past. You know, we are developing technology which for sure one day will be far more capable than anything we've ever seen before." Also ein Versprechen in die Zukunft, das so vage ist, wie es sich gut anhört. Also eine Technologie, die mehr schaffen kann, als wir es uns jemals vorstellen können. Ein anderes Zitat, vielleicht etwas konkreter, aber eigentlich genauso vage, von Sam Altman, dem CEO von OpenAI. "Movies are going to become video games and video games are going to become something unimaginably better." Dieses Versprechen, was in dieser Technologie drinsteckt, ist etwas, was ein Narrativ ist, was ja auch durch Science Fiction und andere Medien irgendwie befördert wird und was wir dann oft eigentlich unreflektiert und unhinterfragt übernehmen. Also sowas wie, jetzt gerade kann ChatGPT das und das noch nicht, aber in 5 Jahren. Und eigentlich weiß keiner, was das in 5 Jahren können wird. Diese Versprechen innerhalb des Begriffes künstliche Intelligenz, die kommen auch nicht von ungefähr, sondern sind natürlich Teil einer Begriffsgeschichte dieses Begriffs, der in den 1950er Jahren etabliert wurde. Und es stecken auch bestimmte Vorstellungen von der Zukunft in diesem Begriff drin, die nicht für alle gelten, die irgendwie was mit, in Anführungszeichen, KI machen, die irgendwie maschinelles Lernen nutzen, die aber auf jeden Fall die Zukunftsnarrative sind, die für so Firmen wie OpenAI relevant sind und die diesen Begriff auch auf eine bestimmte Weise aufladen. Und wenn man sich mal anguckt, woran bei OpenAI eigentlich geforscht wird oder was versucht wird zu entwickeln, dann ist es die sogenannte AGI, also die Artificial General Intelligence. Hier ein Ausschnitt von, also ein Tweet von Sam Altman, in dem er Werbung für das Unternehmen macht, OpenAI, das extremely focused on making AGI ist und dafür all die key resources in place hat. Was ist die AGI, Artificial General Intelligence? Dafür gibt es auch eine Art von Definition auf der Seite von OpenAI in der Charta. Und zwar wird mit AGI gemeint highly autonomous systems that outperform humans at most economically valuable work. Der Begriff AGI ist genauso vage und ambig wie der künstlichen Intelligenz. Und es ist eigentlich auch, allgemein meint er sowas wie eine Intelligenz, die auf menschlichem Level ist. Da soll es aber nicht stehen bleiben, sondern wir wollen noch ein Level darüber hinaus, nämlich zur Superintelligenz. Und auch das auf der Seite von OpenAI, auf der Seite Planning for AGI and Beyond. Successfully transitioning to a world with superintelligence is perhaps the most important and hopeful and scary project in human history. Success is far from guaranteed and the stakes, boundless downside and boundless upside will hopefully unite us all. Das sind Zukunftsnarrative, die man teilen kann oder nicht. Es sind aber auf jeden Fall welche, die dazu führen oder die, wo man dann verstehen kann, warum OpenAI auch bestimmte Geschäftspraktiken an den Tag legt, die sich nicht unbedingt konventionellen Regeln unterordnen. Das ist zum Beispiel der große Datendiebstahl, der gemacht wird, um solche Systeme wie ChatGPT oder auch DALL-E herzustellen. Also da ist urheberrechtlich geschütztes Material eingeflossen. Es sind sowieso ganz viele Daten von Personen eingeflossen, die niemals ihre Zustimmung dazu gegeben haben. Und die Reaktion von OpenAI darauf, auf die ganzen Klagen wegen urheberrechtlich geschütztem Material, war dann, ja, aber sonst können wir kein so gutes System machen. Das sind auch die Umweltkosten, die es bedeutet, so ein großes Modell wie ChatGPT zu trainieren und am Laufen zu halten.
Das ist auch Ausbeutung, zum Beispiel in Kenia. Jetzt vor kurzem ist ein offener Brief der kenianischen Clickworker veröffentlicht worden, der sich an Präsident Biden richtet, in dem sie darum bitten, ob mal den ausbeuterischen Tätigkeiten von Firmen wie OpenAI in Kenia Einhalt geboten werden könnte, denn die grenzen an moderne Sklaverei. Und man sieht es auch in solchen Aussagen wie der von Sam Altman, der letztens in einem Interview gesagt hat, "Whether we burn 500 million a year or 5 billion or 50 billion a year, I don't care, I genuinely don't, as long as we can, I think, stay on a trajectory where eventually we create way more value for society than that. And as long as we can figure out a way to pay the bills, like we are making AGI, it's gonna be expensive, it's totally worth it." In diesem Begriff der künstlichen Intelligenz stecken also sehr, sehr handlungsleitende Narrative drin und bestimmte Ziele, die wir übernehmen, wenn wir auch mit diesem Begriff arbeiten. Das sind auch nicht nur diese, also Sie wissen alle über die Anthropomorphisierung von KI, die da auch durch diesen Begriff befördert wird. Und es ist auch eine Designentscheidung, dass ChatGPT von sich in der Ich-Person spricht. Und das ist natürlich auch Marketingstrategie, aber es ist eben auch nicht nur Marketingstrategie, sondern da sind bestimmte Zukunftsvisionen drin in diesem Begriff, die ja handlungsleitend, zumindest für OpenAI sind. Und ich hatte das Gefühl im letzten Jahr, dass wir uns einige dieser Narrative sehr zu eigen machen und dass wir dabei Gefahr laufen, dass diese Narrative oder Imaginaries, wie du es gerade genannt hast, dann auch zu selbsterfüllenden Prophezeiungen werden. Denn weil wir uns das so erzählen und danach handeln, wird es dann auch die Realität. Und das ist sowas wie, nicht die KI wird dir deinen Job wegnehmen, sondern jemand, der KI nutzt. Ich glaube, das wird einem Ökonomen zugeschrieben, dass der das als erstes gesagt hätte. Ich habe es aber in unterschiedlichen Kontexten letztes Jahr gehört. Das ist auch sowas wie dieses Narrativ mit dem Versprechen. Also die KI ist jetzt noch nicht so gut, dass sie XY was auch immer kann, aber in 3, 5, 10 Jahren. Das ist dann immer auch ein Totschlagargument. Ne? Also wenn man darüber spricht, was ChatGPT vielleicht jetzt noch nicht kann, dann kommt aber immer direkt, ja, aber in 5 Jahren wird die KI das können. Und es ist vor allem der technologische Determinismus, mit dem wir der solchen Systemen wie ChatGPT begegnen. Die KI ist ja jetzt da und die geht nicht mehr weg und deshalb müssen wir jetzt auch. Und alle diese Narrative und dieser technologische Determinismus, der da eine Rolle spielt, das verstellt eigentlich die Sicht auf Fragen, die wir uns vielleicht eigentlich stellen sollten. Und zwar, welche anderen Imaginaries haben wir eigentlich? Was wollen wir denn eigentlich in der Zukunft? Wie wollen wir in Zukunft kommunizieren? Welchen Wert haben Tätigkeiten? Und was wollen wir überhaupt automatisieren? Ich bin tatsächlich der Überzeugung, man kann wahrscheinlich alles irgendwie automatisieren und deswegen ist nicht die richtige Frage, ob ja, geht das oder nicht, sondern es ist die Frage, wollen wir das? Was wollen wir automatisieren? Und welche Kosten sind wir dann aber auch bereit, dafür zu tragen? Und das sind alles offene Fragen. Das sind auch keine, die ich Ihnen jetzt irgendwie wissenschaftlich beantworten könnte, sondern das sind gesellschaftliche Fragen, das sind demokratische Fragen. Und es sind Fragen, von denen ich es für sehr wichtig halte, dass wir uns die stellen und nicht diesem technologischen Determinismus, den der Begriff KI so inhärent hat, uns dem einfach ergeben. Und deswegen glaube ich, dass zumindest eine, also die Zwänge sind ja real, ChatGPT ist jetzt da, ne? Wir müssen jetzt uns auch irgendwie dazu verhalten. Aber ich glaube, dass wir zumindest kleine Stellschrauben haben, doch nochmal zu gucken, okay, was wollen wir eigentlich, wie wollen wir denn in Zukunft schreiben und kommunizieren? Und eine kleine Stellschraube wäre, glaube ich, schon, dass wir viel gewinnen könnten, wenn wir auf diesen Begriff der künstlichen Intelligenz verzichten und stattdessen sehr konkret über die Sachen sprechen, die wir meinen. Seien es jetzt Systeme für das Recycling von Verpackungen, um das effizienter zu machen, oder sei es sowas wie ein großes Sprachmodell wie ChatGPT. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Nadine, für den super spannenden Vortrag und auch danke, dass du immer wieder eine Referenz, das haben wir uns ja vorher nicht abgestimmt. Nee, es war aber super gepasst, oder? Ja, ja, genau. Und auch danke, dass du die Zeit so gut eingehalten hast. Das heißt, wir haben jetzt noch Zeit für Fragen. Ich könnte mir vorstellen, da gibt es Fragen, sowohl im Chat als auch hier vor Ort. Da sehe ich schon eine Hand. Möchte jemand dem Herrn, kannst du ein Mikrofon bitte reichen? Hier liegen welche. Ja. Das
Bei vier. Ja, danke für den spannenden Vortrag. Ich fand die Fragen auch sehr interessant. Eine weitere Frage, die ich mir noch gestellt habe dabei, ist, wie weit haben wir denn eine Wahl? Also das ist, manchmal ist es eine Entschuldigung, aber auch nicht immer. Also Thema Datendiebstahl, ich habe auch einige Berichte gesehen, ich finde das auch sehr fragwürdig, aber ich habe mich dann schon gefragt, was würde man denn machen, wenn es andere Staaten gibt, die das dann machen und auch die Daten klauen. Sagt man, okay, wir machen das aber nicht, wir sind da anständig und fallen technologisch zurück. Und solche Fragen gibt es natürlich in vielen Dingen, die gibt es auch in der Geschichte schon vielfach. Wie verhält sich das dazu? Wo ist da eine Einschätzung? Ja, das ist natürlich immer, also ich bin sehr idealistisch unterwegs, das muss man dazu direkt sagen. Aus pragmatischer Perspektive sehe ich diese Zwänge natürlich auch. Für mich ist das aber oft gar kein Entweder-Oder. Also so darauf aufmerksam zu machen, dass wir diesem, also das ist ja eigentlich dieser technologische Determinismus, wenn wir es nicht machen, dann macht es jemand anders, deswegen machen wir es und deswegen wird es auf jeden Fall kommen. Und das ist für mich aber eigentlich gar kein Widerspruch mit, wir können aber auch mal gucken, an welchen Stellen wir eigentlich Nein sagen können. Das kann sozusagen beides gleichzeitig sein. Nichtsdestotrotz ist das natürlich ein Problem. Und ja, mehr kann ich da eigentlich, glaube ich, auch gar nicht zu sagen, weil ist so. Ja. Dann gibt es da die nächste Frage von Matthias. Das Mikrofon kommt zu dir. Ja, danke schön für den Vortrag. Mich würde interessieren, ob du Erfahrung damit hast, ob es irgendwelche Forschung gibt, die sich mit der Sprache von den Menschen, die sich mit KI beschäftigen, sich mal anschaut, was sagen die eigentlich? Ich fand einige Folien sehr bezeichnend. Also dieses, es ist überhaupt nicht möglich, solche Systeme mit nicht copyright-geschützten Materialien zu erstellen, sagt OpenAI. Ja. Diesen Satz von dem Gründer, das ist die Gruppe der total talentierten und nettesten Personen, ist eine Rhetorik, die ich Donald Trump anheften würde, von der Intelligenzstatus her. Oder auch zu sagen, ich habe einen unspezifischen Begriff wie Artificial Intelligence und spezifiziere den mit dem Wort General. Also was ja eine Absurdität eigentlich ist. Gibt es da oder kennst du da Sachen, die sich damit mal beschäftigen, wie Leute da drüber sprechen über die KI-Systeme? Ja, tatsächlich. Das ist eigentlich was, also ich weiß nicht, ob man es sagen kann, erforscht ist, bestimmt auch, aber es ist etwas, worüber eigentlich auch viel publiziert wird. Und das ist so ein bisschen die Begriffsgeschichte, die ich jetzt ausklammern musste, allein aus Zeitgründen. Weil wenn man sich anguckt, wer eigentlich, also diese vier Personen, die diesen Begriff Artificial Intelligence damals sich ausgedacht haben, also John McCarthy, Marvin Minsky, Nathaniel Rochester und den anderen habe ich jetzt vergessen. Das sind Personen, die auch lange Zeit danach noch sehr wirkmächtig waren in dieser ganzen Bubble um KI und Artificial Intelligence, die sich jetzt halt auf Silicon Valley verlagert hat oder eigentlich auch schon immer da stattgefunden hat in Stanford und Silicon Valley, die zum Teil selber Science-Fiction-AutorInnen waren, also oder Autoren waren in dem Fall. Und es gibt sehr viele Berichte von Personen, die selber ausgestiegen sind aus dieser Bubble. Und da spielen ganz viele Ideologien eigentlich eine Rolle, die für Silicon Valley sehr handlungsleitend sind, sowas wie der effektive Altruismus beispielsweise. Wo es halt darum geht, wie kann ich berechnen, mit wie viel Geld kann ich möglichst viel Gutes tun. Und da spielt der Begriff der künstlichen Intelligenz halt eine ganz entscheidende Rolle, denn das haben Sie vielleicht auch letztes Jahr schon mitgekriegt mit dieser Diskussion um existenzielle Risiken und so. Wenn man sich das anguckt, das kommt aus der gleichen Blase, weil man halt ausrechnen kann, wenn wir jetzt nicht aufpassen und die Superintelligenz kommt und die dann eben zur Auslöschung der Menschheit führen würde, dann wären davon halt sehr viele Leute in der Zukunft betroffen. Und das kann man irgendwie auch ausrechnen. Das haben die Leute tatsächlich ausgerechnet, wie viele Leute dann davon betroffen werden. Und deswegen müssen wir das jetzt aufhalten. Das hat aber nichts irgendwie mit tatsächlich Empathie oder sowas zu tun, sondern es ist ganz stark rationalistisch geprägt. Und das sind so bestimmte, und da gibt es ganz viel dazu auch von Personen, die selber in Silicon Valley gearbeitet haben, das gemerkt haben und hinterher darüber publiziert haben, was da eigentlich für Gedanken und sowas drin, also was da handlungsleitend ist. Ja. Kann gerne ein paar Bücher gleich empfehlen. Super. Die nächste Frage wartet auch schon. Cornelis, bitte. Ja, die ist quasi gerade beantwortet worden, nämlich das Thema des effektiven Altruismus. Ich hätte nur noch ergänzt, dass da natürlich auch ein starker Rassismus drin steckt, von wegen, welche Menschen überhaupt überleben sollen oder gefördert werden durch KI. Und da ist definitiv ein gesellschaftliches Thema drin, dass wir als Hochschulen, als Wissenschaft bearbeiten werden müssen und das jetzt auch anliegt, ne? Aber war schon drin. Ja, genau, also ergänzend dazu, es ist jetzt gerade ein Paper erschienen von Tim de Gebru
und Emil Torres, Timnit Gebru, das ist, vielleicht kennen Sie die, die war die Google-Ethik-Mitarbeiterin, die gefeuert wurde, weil sie auf ethische Bedenken halt hingewiesen hat und das hatte auch so ein bisschen Medienecho, die jetzt einen Artikel veröffentlicht hat, genau über diese Ideologien, die da eine Rolle spielen, das ist auch Transhumanismus ganz stark, dann eben Rationalismus, effektiver Altruismus und so weiter. Und das kann man tatsächlich bis hin zur Eugenik zurückverfolgen. Ne? Da stecken dann eben genau solche Forschungen von, wer sind eigentlich die besseren Menschen drin. Ja. Okay, super. Daniel, gibt es aus dem Chat was? Ich sehe ein Nicken, dann schieß los. Test, ja. Es ist weniger eine Frage als vielmehr die Anmerkung, dass auch die Leute im Chat interessieren würde, wie die Bücher heißen. Ja. Das können wir aber sonst auch noch im Nachhinein in den Chat posten. Der verschwindet nämlich nicht, nachdem diese Session vorbei ist. Okay. Aber ich kann vielleicht so zwei, drei nennen, die mir jetzt ad hoc einfallen. Also ein sehr wichtiges ist Artificial Unintelligence von Meredith Broussard, Atlas of AI von Kate Crawford, was das Valley-Denken nennt, von Adrian Daub. Josef Weizenbaum, den Sie vielleicht kennen als den Typen, der ELIZA, also das erste Sprachmodell, entwickelt hat, der hat schon sehr früh genau auf diese Punkte hingewiesen, auf die Verantwortung der WissenschaftlerInnen gegenüber der Gesellschaft. Ja, das ist vielleicht so als erstes, was mir einfällt, aber noch viel mehr. Okay, ich hätte dann auch nochmal eine Frage. Du hast ja auf deiner letzten oder vorletzten Folie dann, das habe ich verstanden, uns animiert, wir hätten noch irgendwie eine Möglichkeit, an kleinen Stellschrauben zu drehen. Und dann war ja künstliche Intelligenz und so ein rotes Kreuz. Heißt das, weil die Diskussion gab es ja auch, sollen wir den Begriff weglassen und andere Begriffe? Oder vielleicht kannst du da noch mal was dazu sagen. Wo siehst du jetzt diese Stellschrauben? Ja, ich glaube, ein wichtiger Punkt ist, und das ist dann tatsächlich was, was sich eigentlich auch nicht nur auf den Begriff bezieht, sondern was auch Vorschläge sind von KI-Forscherinnen vor allem, wie man auch diese Technologie ein bisschen sozialer und nachhaltiger und sowas gestalten könnte, nämlich spezifischere Systeme. Also ein System, was mir irgendwie zum Beispiel beim Programmieren hilft, wo ChatGPT ja sehr gut zu sein scheint, ich bin jetzt selber keine Programmiererin, deswegen weiß ich das nicht, aber das muss nicht auch Gedichte schreiben können. Dass es das kann, ist eben eigentlich, kommt eben aus dieser Vorstellung her, dass OpenAI gerne diese AGI haben möchte. Es gäbe aber auch die Möglichkeit, mit Communities zu arbeiten, sich anzugucken, was sind denn tatsächliche Bedarfe innerhalb dieser Communities. Ne? Du hast es auch gesagt, ne? Also Technologie ist eigentlich selten die Antwort auf eine soziale Frage. Und wenn sie das ist, dann muss man das erstmal rausfinden und dann genau zu gucken, was wollen wir eigentlich. Und jetzt passiert genau das Umgekehrte. OpenAI haut ChatGPT raus und wir sind alle irgendwie im Zuchtzwang jetzt, was damit zu tun. Und das hängt auch mit dem Begriff halt künstliche Intelligenz zusammen. Wenn wir spezifischer über diese Systeme sprechen würden, dann würde das, glaube ich, schon viel helfen. Und da über künstliche Intelligenz zu sprechen, wo es genau um sowas geht, wie Narrative, die da dranhängen. Ne? Also der Begriff hat ja schon auch eine Relevanz insofern, als dass er zum Beispiel handlungsleitend für OpenAI ist. Da muss man auch sagen, dass es da um künstliche Intelligenz geht. Ne? Also da, wo es in dem Kontext passt, schon den Begriff dann zu nutzen, aber eben, wenn wir über verschiedene Systeme sprechen, das möglichst konkret zu machen. Super. Dann danken wir dir nochmal recht herzlich mit einem großen Applaus. Applaus